According to spy thriller author Frederick Forsyth, Curveball is responsible for the biggest fiasco in the history of secret intelligence, the assumption of weapons of mass destruction in Iraq. And Germany's BND is the agency responsible for this man. The most important question surrounding Curveball still hasn't been answered to this day. Why does German intelligence remain loyal to its source? Nach seinen Angaben wird die Skizze einer Produktionsstätte in Djerf al-Nadaf erstellt, einschließlich genauer Fahrwege jener Lkw, die angeblich als mobile Produktionsanlagen von Biokampfstoffen dienten. Hier heutige Bilder auf Google Earth. Beim Betrachten der Aufnahmen entdecken die CIA-Leute etwas, das da nicht hingehört. Eine Mauer ausgerechnet da, wo nach den Erzählungen des Überläufers eigentlich ja Lastwagen ein- und ausfahren müssten. Ist das von ihm beschriebene Projekt in Djerf al-Nadaf. Die Inspektoren treffen auf die Mauer, die die CIA schon von den Satellitenbildern kennt. Mobile Biowaffenlabore können hier immer noch nicht durch. Doch Konsequenzen für Curveballs Karriere bleiben aus. Unverständlich für einige Beteiligte. Er gibt zu, dem BND über ein angebliches Biowaffenprogramm im Irak berichtet zu haben. Er schwächt jedoch plötzlich ab. Das Programm sei lediglich in der Planungsphase gewesen. Er zeigt uns BND-Unterlagen über das Scheinarbeitsverhältnis mit Thiele und Friedrichs und nennt sein angebliches Netto-Monatsgehalt 3000 Euro. Bei unserem Treffen in dem Karlsruher Hotel erzählt Curveball, dass er inzwischen die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Wir können sogar Beweisdokumente einsehen. Später zeigte uns auch seinen deutschen Pass, ausgestellt von der Stadt Karlsruhe im Jahre 2008. Wie ist er da rangekommen? Wir recherchieren bei der Einbürgerungsstelle der Stadt Karlsruhe und wir erhalten die Bestätigung. Curveball wurde hier, 5 Jahre nachdem sich seine Angaben über Massenvernichtungswaffen im Irak als Lügen herausgestellt hatten, eingebürgert. Wie konnte das geschehen? Bei unseren Nachforschungen stellt sich heraus, 2 BND-Agenten kamen zur Stadtverwaltung und kündigten Curveball als Einbürgerungsbewerber an. Der BND werde bei der Erledigung des Papierkrams helfen. Despite having admitted to have delivered the lies that led to the Iraq War, Curveball is protected by the German state. Er lügt und der BND bezahlt ihn. Selbst als die Lügen auffliegen, zahlt der BND weiter und verschafft ihm sogar einen deutschen Pass. Warum wird dieser Mann von Deutschland protegiert? Mr. Rafid, hallo. Ich bin aus der dänischen Fernsehen und ich möchte gern ein Interview mit Sie machen. Ja, Sie wollten gern ein Interview machen. Ja. Sind Sie aus welchem Land? Ich bin aus Dänemark und ich wollte gern etwas von Ihrer Rolle als Curveball. Curveball zögert, mit uns zu reden und überrascht uns. Er ruft die Polizei. Die stoppt tatsächlich die Dreharbeiten. Ich möchte bitte Ihren Reisepass haben. Ich habe nicht meinen Reisepass. Das ist ein Schlüssel. Dann bitte Ihren Führerschein oder ähnliches. Machen Sie die Kamera aus. Aber nicht genug damit. Die Polizisten löschen das zuvor gedrehte Material. Curveballs Geschichte ist ein Skandal. Ihn an die Öffentlichkeit zu bringen, keine leichte Aufgabe. Curveball received VIP treatment since he entered Germany. Das war eine Luxuswohnung. Teure Möbel, Computer, Fernseher, Mobiltelefon, er hatte alles. Haben Sie ihn gefragt, wer sich das leisten konnte? Ich war natürlich sehr überrascht, als ich das alles sah. Ich bin doch auch Flüchtling. Warum hatte ich nicht diese Privilegien? Er sagte, die deutsche Regierung gebe ihm Geld, damit er alles kaufen könne, was er brauche. Curveball's lies about weapons of mass destruction in Iraq were passed on to the United States. According to former German United Nations Ambassador Gunter Pleuger and other sources, any attempt of the Central Intelligence Agency to verify this information was blocked by the German BND. Die Amerikaner wollten gerne ein Fernsehinterview machen mit der Quelle, die das behauptet hatte.
Und wenn das nicht ginge, einen deutschen Beamten interviewen und wenn das nicht ginge, diese Information benutzen, ohne dass die Bundesregierung dieser Information widersprechen würde. The head of the BND, August Tunning himself, was involved in pushing the lies down the CIA's throat. BND-Chef Hunning schreibt einen Brief an den CIA-Chef. Lieber George, beginnt das Schreiben harmlos, ehe der liebe August aus Germany den direkten Kontakt zu Curveball rundheraus ablehnt. Darüber hinaus seien die Infos zwar windig, aber frei zum Gebrauch. Natürlich auf eigenes Risiko. David Kay ist ein ehemaliger CIA-Mann. Er suchte im Irak die Massenvernichtungswaffen, von denen Curveball gesprochen hatte. Kay hält die heutige Distanzierung deutscher Entscheidungsträger von Curveball für scheinheilig. Curveball war ausschlaggebend, um den Krieg öffentlich zu begründen. Erstaunlich, dass die Deutschen jetzt plötzlich behaupten, der Kerl taugt nichts. Wenn man einen Informanten wirklich für einen Lügner hält, dann verbrennt man ihn. Das heißt, man schaltet ihn ab. Wenn ein Geheimdienst einen Informanten als Lügner entlarvt hat, verbrennt er ihn, auch gegenüber allen befreundeten Diensten. Das haben die Deutschen nie getan. Einen Lügner unterstützt man nicht mehr, sondern jagt ihn zum Teufel. Except of course, if the source had been helpful. And there's a risk that he might uncover the truth in such a way that it may be verified. Only one person can feel like a winner. Curveball. In September 2007, the German authorities agreed in principle to his naturalization. And Curveball remains protected by the BND till today. In all, Curveball is said to have been paid hundreds of thousands of euros by the German BND, the renamed Third Reich Gestapo.